Herzlich willkommen zu einem neuen Part Tales of Symphonia. Im letzten Part hat Colette neue Fähigkeiten erhalten, wir haben den Wassertempel geruckt. Das Rätsel des Wassertempels. Ja. Und jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem Weg in die nächste Stadt, wobei ich da gerade sehe. Ne, wir müssen sogar über diesen Pass. Wir haben allerdings den die Statuette abgegeben beim Haus des Heiles. Und demnach, aber wir haben ja den Passierschein bekommen. Von daher, ja, betreten wir einfach mal jetzt das Areal. Und er kann uns ja eigentlich nichts mehr haben. So, was sagt sie hier? Das Wetter ist so schön. Perfektes Reisewetter. Ja, das finde ich auch. Was machst du? Wilde Sachen, die hier herumliegen, keine mehr haben? Nee, ich glaube nicht. Na, sagst du jetzt noch irgendwie was? Du alter Mann? Oh, das ist wirklich die Spiritula-Statue. Gib sie mir! Im Tausch gegen das Buch der Erneuerung. Ich weiß. Vergesst aber nicht, dass ihr es nur ansehen dürft! Ah, wunderbar. Ihr könnt jetzt so oft in das Buch der Erneuerung sehen, wie ihr wollt. In Ordnung. Lasst uns sofort anfangen, es zu lesen. Ach so, deswegen muss ich hier hin. Es ist in einem sehr alten Stil verfasst. Was steht denn da drin geschrieben? Das ist ziemlich viel Text. Colette, bitte lies nur die Stellen laut vor, die das Siegel betreffen. Okay, ich lasse die unwichtigen Stellen aus. In einer vergessenen Stadt züngeln die Flammen. Tief versteckt in den Wolken des Wüsten, sonst erhellen sie die Dunkelheit. Reines Wasser fließt und überschwimmt ein einsames Land. Wird zu einer Säule und regnet herab vom Himmel. Leiser Wind. Vergessene Stadt. Die Welt ist verschlossen. An einem Steinsiegel laut. Das Böse getan als heilige Kraft. Glitzernd. Die Gipfel der Götter betrachtend. Die Säulen der Welt preisend. Von der Spitze des Turms der alten Götter. Zwei riesige... Der Rest ist unleserlich. Dann wissen wir ja nicht mal, wie viele Siegel es noch gibt. In der Tat. Die züngelnden Flammen? Am Anfang müsste das Siegel des Feuers sein, richtig? Was bedeuten die anderen Stellen? Die Siegel des Windes muss die Asgard-Ruine sein. Wenn wir nach Asgard reisen, sollten wir in der Lage sein, einige Hinweise darauf zu finden. Was ist mit die Gipfel der Götter betrachtend, die Säulen der Welt preisend? Das ist wahrscheinlich der Turm des Mana. Von dort aus kann man die Berge um den Turm des Heils sehen. Das wird also wahrscheinlich der Gipfel der Götter sein. Aber welches Siegel ist damit gemeint? Oh, ich weiß es nicht. Oh. Nun. Es ist auch egal, denn wir wissen ja jetzt, wo die Siegel wie die Siegel sind. Wir sollten aufbrechen. Danke, Opa. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Kommt wieder, wenn ihr es noch einmal ansehen möchtet. Du bist komisch. Eine Katze ist auch hier, warte mal. Hallo? Miau. Die Sonne tut gut. Ich möchte auf der Stelle ein Nickerchen halten. Das ist schön. So, und jetzt können wir natürlich hier durch, weil wir haben ja einen Pass. Ihr habt einen Passierschein. Richtig, dann könnt ihr durch. Gute Reise. Dankeschön. Ich musste sogar selber laufen. Ich dachte jetzt macht sie das automatisch. Aha. Warte mal. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf dieser Seite. Frage ist, komme ich denn da schon hin, wo ich hin will? Oder ist das noch so ein bisschen, geht das nicht? Ich weiß es nämlich nicht. Ach doch, da ist mal. Da ist eine Brücke. Ja, jetzt sind hier die Standardgegner, die wir schon, die ich schon vorhin ein paar, ich glaube, 2-3 Stunden lang bekämpft habe, um so ein bisschen zu leveln. Ja. Achso, okay. Wir wollen jetzt erstmal gucken, was da ist. Ich habe wieder meine kleine, Liste, wo ich hier nicht muss. Das Rezept für einen Eintopf in Noin, bevor Asgard, das habe ich schon, da brauche ich nicht mehr hin. Also können wir jetzt eigentlich nach Asgard gehen. Warida.
Wo ist denn das Windhaus nochmal? Das war ein Asgard, ne? Ja, muss ja. Wir gucken einfach mal, was das für eine Stadt ist. Weil das weiß ich nämlich nicht. Lass mich hier durch. Gut, dass auf diesen, ja, auf diesen Brücken nichts ist. Na dann ganz toll. Wäre ich schon herzlich begrüßt und ja. Aber es sind halt immer noch die So, warte. Ich würde gerne mal ein Apfelgel nehmen. Obwohl, so viele habe ich davon leider nicht mehr. Ein Mischgel haben wir ja bei der Wasserfrau. Jawohl. Sehe ich auch so. So, mal gucken. Muss ja irgendwo dann hier sein, nehme ich an. Ah! Reingelaufen. Nein! Also, ja, na gut, ne? Beim Umgucken läuft, glaube ich, ja schon mal rein, weil ich erinnere auch woanders bin. Aber so an sich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das einmal, dann da, dann Angel Feather und so. Demon Forms. Ich erwarte ja nicht so viel. So. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt wirklich in den Start gehen. Also ich finde es ja so ein bisschen zumindest abweichend, wie ich es mir abgeschrieben habe. Es sind noch so viele Sachen, die wir eigentlich erledigen müssen. Hier ist auf jeden Fall nichts. Da ist eine kleine Stadt. Dann, oh, es sind ja so viele. Aber auch sehr viele Dinge. Ist das Asgard? Nein, und in den nächsten Feind rein. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, von daher ist alles gut. Manchmal weiß man aber auch wirklich nicht, was man so erzählen, weil ich glaube auch immer gedacht an den Gott, mit wem redet sie da? Was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ich meine, ich würde jetzt ein bisschen weiter weg sein von der Zeit nach dem Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt seht. Ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, tatsächlich ein bisschen multimedianaler zu werden. Was ist das jetzt hier? Ist das Balakruf-Mausoleum? Nee, da wollte ich eigentlich noch nicht rein. Okay, dann weiß ich zumindest, wo das ist. Dann gehen wir aber weiter, weil hier brauche ich noch nicht hin. Ich glaube, da wäre ich auch noch zu schlecht vom Leveln her. Deswegen lasse ich das mal sein. Also ich möchte mich so ein bisschen mehr mit euch dann auch schon befasst haben. Ich bin ja so ein bisschen auch die... Also wenn ich selber so YouTuber sehe, bin ich eher so ein bisschen Schreibform, muss ich ehrlich sagen. Dann möchte ich das aber ganz gerne jetzt irgendwas ändern. Und auch auf YouTube ausgeben kann, meinen Kanal ein bisschen boosten. Ein bisschen mehr Zeit damit verbringen. Ja, aber ich denke mal, wenn ihr das jetzt so seht, dann müsste ich eigentlich schon, so, sagen wir mal, 15-20% da drinne sein in diesem Machen, weil das ist, finde ich, für jemanden, der das nicht so gerne macht, also ich habe auch so ein bisschen Probleme damit, mit Kontakt halten, jetzt nicht, also nicht so, wie man sich das so denkt, aber es ist halt ein bisschen schwieriger, einfach weil ich dann auch noch so viel vorhabe und, waren wir da schon drin? Ne, ich glaube nicht. Das müsste auch wieder so eine Hütte des Heils sein. Muss erstmal wieder sich so ein bisschen darauf einstellen, so hoch und aktiv zu sein. Sowas meint halt auch. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Also, da bin ich auch ganz ehrlich jetzt hier mit euch. Ich muss euch jetzt nicht super, warte, ich, nein, ich wollte kochen. Nein, ich wollte kochen. So, das müsste wieder ein Haus des Heils sein. Oder?
Tatsächlich, gehen wir mal rein. Sieht immer anders aus. Ah, da ist noch ein Hund. Sehr gut. Hundi. Hundi. Oh, oh. Dieser sieht aus wie Momon. Sein Fell ist so weich. Schön ist, ich kann ja auch mit Colette einfach rumlaufen. Na? Wenn ihr von ihr aus Richtung Osten geht, stoßt ihr auf das Balakuf-Mausoleum. Geht ihr nach Westen, stoßt ihr auf Asgard, die Stadt der Ruinen. Beides sind berühmte Sehenswürdigkeiten. Okay. Wir wollen ja erstmal nach Asgard. Na, was hast du uns zu erzählen? Es ist schön ruhig hier in der Ecke, weißt du? Hm. Ach so, in der Ecke. Gut. Was sagt er hier? Nordwestlich von hier befindet sich Luin, die Stadt der Hoffnung. Okay. Gehen wir auch mal hier rein. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal reingehen. Hi, wer bist denn du? Der Legende nach lebt ein Einhorn in dieser Gegend. Es heißt, das Einhorn zeige sich nur einer Jungfrau. Und manchmal erscheine sein Antlitz an der Oberfläche des Umaki-Sees. Oh, okay, ein Einhorn, cool. Muss ich mich ausruhen? Eigentlich nicht. Aber wir tun es einfach mal. Ich glaube, es kostet ja eh nur noch 100. 100, 100, 100? Ja, natürlich. Ja, ich wünsche ein Zimmer. Bevor wir nämlich in irgendwelche Unruhen vielleicht reinkommen. Ein Schloss. Nemure nuka, Miko. Ie, daijoubu desu. Nemure nu yoru ga nagakute tsurai nara, hoshi o kazoeru to ii. Subete kazoe kiru ni wa, jinsei wa amari ni mijikai ga. Sou desu ne. Sou shite mimasu. Und dann auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Werden wir uns auch gleich weiter aufmachen. Also, ich glaube, was hat er gesagt? Östlich? Oder, wie gesagt, auf der anderen Seite auf jeden Fall, wo wir gerade waren, soll das Asgard sein. Wo wir jetzt erstmal hingehen, nach Luin müssen wir nicht. Ich frage mich nur, wo Asgard dann sein soll. Oh, da ist jetzt der Dings. Da. Das, das. Dann gehen wir mal nach da. Nein, 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 was ist denn so? Also hier hin. Das müsste doch dann Asgard sein, oder? Ja. Tatsächlich. Ich werde einmal kurz vorher speichern, weil ich das lange, lange nicht mehr gemacht habe. System speichern! Da sieht man dann auch immer, wann ich das aufgenommen habe. Moment. 100% und bumm. Na? Am 15.3. Ja, in ein paar Tagen habe ich Geburtstag. Hey. Und dann gucken wir einfach mal, was hier in Asgard passiert. Stadt Turin, Asgard. Danke. Willkommen in Asgard. Was ist das hier? Das müsste natürlich das Innen sein. Und den Hakuensia-Pass zu überqueren zu können, benötigst du einen Passierschein. Oh, du hast schon einen. Da musst du ja ganz schön reich sein. Ja, reich an Erfahrung auch. Hier sind Items auch wieder. Oh, das ist ein Hund. Warte, warte, warte. Oh, Hund, 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 Hund. Na? Das ist Hall. Hall, Hall, Hall. Wir mal rein. Ich weiß ja nicht, was es ist. Hä? Ach, das scheint sowas zu sein. Da gehen wir gleich rein. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob die schon andere Waffen haben hier. Ah, letztendlich müssten die doch schlechter sein, wenn ich jetzt eigentlich noch nicht nach Luin soll. Das wird vermutlich das Gasthaus sein. Hier kann man, glaube ich, irgendwelche Erze kaufen. Warte, wir gehen mal gucken. Hallo. Im Wirbelwind. Mal abbrechen und sowas kaufen. Ja, das stocke ich mal einfach auf. Warte mal. 6 wäre, glaube ich, schon zu viel. Machen wir mal 5. Okay. Danke vielmals. Warte mal, hast du noch was anderes? Agilität. Oh, das ist aber gut. Naja, ich kaufe es mal noch. Ich habe ja noch diese Wundermittel, von daher... Das müsste dann der Item-Shop sein? Ne, da ist Item. Hä, was ist denn? Wo ist denn hier die Rüstung?
Ne, da ist Rüstung, ich sehe es auch. Ich dachte, ich hatte erst an das große Schild dort geguckt. So, du verkaufst wahrscheinlich, ne? Willkommen im Taifun. Hey. Masamune. Ah, das würde besser sein. Gut, kaufen wir einmal Klingentanz. Wurfstern haben wir equipped. Schmuckstab, Stahlschwert wäre schlechter. Okay, gut. Jawohl, ist okay. Vielen Dank, bitteschön. Jetzt werde ich erstmal das ausrüsten. Nee. Zack. Ich glaube, er hatte ja schon. Genau, er hatte das Bessere schon. Dann kriegt sie den Klingentanz. Er hatte auch schon seine gute Waffe und sie bekommt den Schmuckstab. So, und jetzt müssen wir hier. Jetzt wäre, glaube ich, jetzt hier die Rüstung. Im Zyklon. Kettenpanzer brauche ich zweimal. Lederschutz haben wir. Magiergewand haben wir. Federrobe haben wir. Helm zweimal. Eisenhandschuhe einmal. Küchenhandschuhe zweimal. Oh Gott im Himmel. Paralyse. Nee, brauchen wir nicht. Jawohl, ist okay. Dann rüsten wir das gleich einmal aus. Kettenpanzer. Und dann einmal der Helm. Hier war das, glaube ich, alles soweit gut. Da war das auch okay. Hier war der Helm ganz gut und hier auch der Kettenpanzer. Und ansonsten... Genau, ist okay, hier auch fertig. Gerne. Und jetzt hier einmal, ich bin der Waffenschmied, Meister der Flamme. Grad gegen Material. Nee, ich würde gerne erstmal anpassen. Das Sinclair. Bei das Masamune haben wir doch, oder? Warum haben wir denn den Klingentanz nicht? Den haben wir schon, die Sternschnuppe, oder? Stab der Erde. Ach so, ich darf das nicht. Ich darf das nicht anhaben, dann wahrscheinlich, ne? Ja, Eisenhandschuhe fehlen, warte mal. Wow, Mann, die sind ja hier sehr nett. Eisenhandschuhe. So, dann passt das aber auch erstmal. Also ich möchte jetzt noch nicht so ganz wirklich irgendwie was zusammenschustern. Ja. So, kann ich denn überhaupt diese ganzen Items da behalten oder ist dann irgendwann mal fertig? Moment, ich will mal kurz gucken. Geht alles noch. Alles noch im Bereich des Möglichen. So, hier ist der Item, denke ich mal. Laden. Guten Tag. Hallo? 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 Der Wunderkoch erscheint nur, wenn die legendären Zutaten vorhanden sind. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Ah, ein Sturm. Ah, hier kann ich hier sowas einkaufen. Eier habe ich genug. Kann ich auch so ein bisschen gucken, was ich noch nicht habe. Rettich, Möhren, noch ein paar. Zwiebeln, Kartoffeln, Pilze habe ich genug. Kopfsalat. Ja, ach. Kohl habe ich schon genug. Da kann ich, glaube ich, welche dann auch nochmal raushauen. Saftiges Fleisch und Hühnchenfleisch habe ich auch ganz, ganz viel. So. Ja. Jetzt verkaufe ich dem so ein bisschen was, damit ich ja so eher diese Produkte haben. Bisher habe ich jetzt nur noch 18, das verstehe ich nicht. Da, den Kohl. Warte. Gerne. Dann reiche ich ja nämlich auch wieder raus. Muss ich denn in Asgard irgendwas im tollsten Gasthaus? Muss ich auf jeden Fall übernachten. Gut.
Und hier bekomme ich natürlich auch ein... Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Ach, das scheint mir das günstigere zu sein. Hallo, ne? Wir sind nur ein kleines Gasthaus, aber bitte fühlen Sie sich wie zu Hause. Nee, hier muss ich aber nicht hin. Hallo? Manchmal möchte sie auch nicht einfach in die Reihe rausgehen. Entschuldigung. Das ist jetzt so laut. Nein! Ich sehe das ja immer so ein bisschen auf dem, Dings. Also manchmal murmel ich mir da auch wirklich einen zurecht. Ich hoffe auch noch, dass ich das irgendwann mal gefixt kriegen kann. Das wird wahrscheinlich das ganz teure, ne? Oh, meine Herren. Hallo? Willkommen in der frischen Brise. Eine Nacht kostet 400. Möchten Sie ein Zimmer? Nee. Es muss noch ein, teureres geben. Ich gehe trotzdem einmal schauen. Nee, 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 nee. Was ist denn das da? Nee, hier ist aber auch nichts. Nee, also es gibt nämlich noch ein teureres Hotel in Asgard. Boah, ich glaube, ich kann das auch nicht gucken. Außer er schreit jetzt auch, oh nein, guck da rein. Ich meine, das höre ich ja eh nicht, aber wäre natürlich lustig gewesen. Dann können wir nämlich erstmal weitergehen. Na, was sagst du? Auf der rechten Seite sehen Sie eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten von Asgard, den Tunnel der Wandgemälde. Zusammen mit der Plattform im Herzen der Stadt lockt er viele Touristen in diese Stadt. Na, das ist doch wunderschön. Was ist hier? Hier ist auch nochmal so eins, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen abgeranzt, oder? Hallo, na? Hotel Frisco, eine Nacht kostet 300. Möchten Sie ein Zimmer? Nein. Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch. Aber meine Freunde, die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Das heißt, ja, es geht erstmal weiter in Asgard im nächsten Part. Ich freue mich natürlich wieder, wenn ihr einschaltet, wenn es euch gefallen hat, auch dass ihr das gerne zeigt. Ja, bis dann. Dankeschön. Tschüss.